Es war ein sonniger Tag im Frühling, als der kleine Sahib den Trödelmarkt besuchte. Er war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und da fiel ihm ein mysteriöses Spiel für seinen Game Boy Advance auf. Es trug den Namen Dragon Ball H, Rache des Muten Roshi, und er hatte noch nie davon gehört. Sahib war ein großer Dragon Ball Fan und er konnte es kaum erwarten, das Spiel zu spielen. Als er das Spiel zum ersten Mal startete, bemerkte er sofort etwas Seltsames. Es gab keine Einführung oder Erklärung zum Spiel, sondern es begann direkt mit einem Kampf gegen den Muten Roshi. Der Kampf war sehr schwer und Sahib musste sich wirklich anstrengen, um zu gewinnen. Aber als er endlich gewann, bemerkte er, dass sein Game Boy seltsame Geräusche von sich gab. Es war, als ob das Spiel ihn verflucht hätte. Sahib ignorierte das Geräusch und spielte weiter. Doch jedes Mal, wenn er gegen den Muten Roshi kämpfte, wurde das Spiel schwieriger und unvorhersehbarer. Es schien fast so, als ob das Spiel gegen ihn arbeitete und nicht für ihn. Es gab Momente, in denen Sahib das Spiel einfach ausschalten und beiseite legen wollte, aber er konnte einfach nicht aufhören zu spielen. Als die Nacht hereinbrach, spielte Sahib immer noch. Das Spiel war ihm zur Obsession geworden und er konnte nicht aufhören. Plötzlich fiel ihm auf, dass der Muten Roshi ihm eine Nachricht im Spiel schickte. Es war eine Drohung, die besagte, dass er Sahib für all die Jahre bestrafen würde, in denen er sich über ihn lustig gemacht hatte. Sahib wurde von Angst und Panik ergriffen. Das Spiel hatte ihn in den Wahnsinn getrieben und er wusste nicht, was er tun sollte. Er beschloss, das Spiel endgültig zu beenden und seinen Gameboy auszuschalten. Doch als er es tat, hörte er eine Stimme aus dem Nichts sagen, du wirst für deine Sünden büßen. Sahib rannte aus seinem Zimmer und schrie vor Angst. Er wusste nicht, was passierte, aber er fühlte, dass er nicht allein war. Als er die Treppe hinunterlief, fiel er und brach sich das Bein. Er schrie vor Schmerz und Angst, als er plötzlich eine Gestalt sah, die sich ihm näherte. Es war der Muten Roshi, der ihm Rache nehmen wollte. Sahib wurde von dem Spiel verflucht und er hatte es nicht erkannt. Jetzt war es zu spät und er musste für seine Sünden büßen. Sein Schicksal war besiegelt und er würde nie wieder das Licht der Welt sehen. Das Spiel hatte ihn in den Wahnsinn getrieben und ihn schließlich zu seinem Untergang geführt. Die Gestalt des Muten Roshi kam näher und näher auf Sahib zu. Sein Herz schlug schneller und sein Verstand kämpfte gegen die Furcht an. Doch er konnte sich nicht bewegen. Der Muten Roshi stand jetzt direkt vor ihm und streckte seine Hand aus, um Sahib zu ergreifen. Sahib schrie um Hilfe, doch niemand hörte ihn. Der Muten Roshi schien übernatürliche Kräfte zu haben und war mächtiger als alles, was Sahib jemals zuvor gesehen hatte. Er war gefangen und es gab kein Entkommen. In diesem Moment wusste Sahib, dass er für immer verloren war. Plötzlich erinnerte sich Sahib daran, dass er das Spiel in einem speziellen Laden gekauft hatte, der für seine verfluchten Gegenstände bekannt war. Er wusste jetzt, dass er in eine Falle getappt war und dass der Muten Roshi niemals real war. Es war alles ein Teil des Fluchs, der auf dem Spiel lag. Sahib schloss seine Augen und kämpfte gegen den Fluch an. Er flehte um Vergebung und hoffte auf eine Chance, zu überleben. Doch es war zu spät.
Der Muten Roshi packte Sahib und zog ihn in eine andere Dimension, wo er für immer gefangen bleiben würde. Niemand sah Sahib jemals wieder. Seine Familie und Freunde suchten nach ihm, aber es war, als ob er einfach vom Erdboden verschluckt worden war. Der Fluch des Dragon Ball Spiels hatte ihn für immer verschluckt. Die Legende von Sahib blieb jedoch in Erinnerung und viele Spieler, die von seiner Geschichte hörten, vermieden den Kauf von verfluchten Spielen auf Trödelmärkten. Das Dragon Ball Spiel wurde nie wieder gesehen und es gab keine Aufzeichnungen darüber, dass es jemals existiert hatte. Es war, als ob es nie da gewesen wäre. Doch die Geschichte von Sahib und seinem tragischen Schicksal wurde weiterhin erzählt und diente als Warnung an alle, die jemals versuchten, verfluchte Gegenstände zu kaufen.